Oh, hä? Ich hätte doch euch da reingeworfen, oder? Sehr komisch. Du kannst. Glas kann dahin. Minium kann dahin. Gold, Tin. Zirtus Quarz hat noch keinen Platz. So. Kupfer raus, Kupfer raus. Du bist falsch. Und da ist ein Hammer in unserer Schmiede. Den haben wir wieder reingeworfen, ich weiß. So, Molten Aluminium. Vier Nuggets. Was? Ich hab. Das ist jetzt sehr komisch. Ich hab. Schon besser. Ich hätte schwören können, hier waren vier Pulver drin, was eigentlich zwei Nuggets hätten sein müssen. Bei denen hier ist es nicht zwei Stück ein, sondern ich glaube drei Stück ein oder irgendwie so. Aber egal. Ich will eigentlich nur zwei in Zahlen zwei Barren haben, damit ich mir noch ein zweites Bucket machen kann, damit ich mir unten eine Lavaquelle machen kann. Aber in der Zeit, in der ich jetzt hier schon hin und her gehampelt bin, hätte ich wahrscheinlich auch einfach hoch und runter rutschen können. Ich hätte gerne Sticks. Und zwar zwei. Rest soll weg. Du. Neun Trusty Hammer. Damit ich die Zeit hier wenigstens effektiv nutzen kann, während wir warten, dass das Aluminium eingeschmolzen ist. Das ist echt übel. Also Ressourcenmangel ist eine Art. Absolute Untertreibung am Anfang dieses Modpakets. Man hat nichts. Mal eben eine Schere, um ein bisschen Laub zu holen. Mal eben einen Eimer, um Wasser zu holen. Das ist krass. Aber gut, dadurch wird das Ganze umso schöner. Später und die Lava ist alle. Und ich wette. Ich wette 100 Pro. Der Gerugon in der Vergangenheit hat nicht diesen Lava-Dingens hier wieder aufgefüllt. Was zur Hölle? Nö, ist leer. Ja. Füll das Ding auf. Jetzt muss ich nach unten gehen, was ich ja eigentlich vermeiden wollte. Oh, hey. Ich fand dich sowas von. Boing. Also, ich muss jetzt nach unten gehen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ne? Ich bin hier hochgegangen, um Aluminium einmal zu machen, um nicht so häufig hoch und runter zu gehen. Also, ich muss jetzt runtergehen. Um Lava zu holen, um das Ding zu befüllen, um Aluminium zu bekommen, um Eimer zu bekommen, um dann wieder runter zu gehen. Und dadurch spare ich mir den Weg. Das ist, ja, nein. Nein, 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 das ist. Au. Oh, ich kann Fallschaden bekommen. Das heißt, wir jetzt dichter rein. So. Das heißt, du fängst jetzt an. Produzierst Cobblestone und irgendwie. Redstone-Signal fehlt. Okay. Schalter. Klick, du wirst rot, also leuchtest rot. Das heißt, er pumpt jetzt ab. Pumpt nicht ab. Müssen wir das Cobblestone vielleicht von der Seite reinwerfen? Ich teste. Also es sind drin. Kann ich hier einmal wieder rausnehmen? Ich will das gerne kurz abbrechen. Ich könnte es kaputt hauen, aber das will ich nicht. Nee, gut. Da ein hin. Und dich weg. So, du. Füllst dich nicht wirklich. Ich stelle mal, dass die Maschine so um, dass sie kein Redstone-Dingens hier akzeptiert. So. Sehr, sehr komisch. Also ich kann es jetzt einfach von Hand machen, weil so viel ist es ja nicht. Aber ich würde das später wirklich gerne automatisiert haben. Passt noch was rein? Ja, es passt definitiv noch was rein. Pumpt raus.
Ja, Gerugon, es kann auch nicht funktionieren, wenn du Fluiducts benutzt. Cobblestone ist, soweit ich weiß, noch keine Flüssigkeit. Auch wenn es flüssiges Gestein gibt, aber das ist Fluid Seared Brick oder so ähnlich. Also, nochmal das Ganze mit dem richtigen Ding. Und das soll kein blauer Pfeil, sondern roter Pfeil dahin. So. Hier die blauen Pfeile. Und jetzt brauchst du nur ein Redstone-Signal. Den setze ich mal hier hin, damit ich wirklich zugucken kann, wie sich die Dinger füllen. Du dahin. So, ich drücke den Schalter gut nach links. Nichts passiert. Item Duct. Pumpt aus dem Extruder raus. Achso, wahrscheinlich der Ausgang, nicht richtig. Ja, jetzt wird abgezogen. 62, 61. Na also, jetzt füllt sich das durchgehend, also das Ding produziert ja durchgehend ohne Kosten für uns Cobblestone. Und es befüllt durchgehend die Crucibles. Die Crucibles produzieren durchgehend daraus Lava. Und jetzt ziehen wir die Lava ab. Mit den Dingern hier. Die dann auch alle ein Redstone-Signal hier unten lang brauchen. Das, so. Und das führt dann zu unserem Energiesystem. Wobei ich jetzt noch nicht genau sagen kann, wie ich das aufbauen werde. Also theoretisch könnte ich ja einfach hier oben drauf. Das wird ja richtig eine abgefahrene Konstruktion, die so ein bisschen wie ein Dieselmotor aussieht. Oh, wir verhungern. Verhungern ist nicht toll wegen Instant-Tod. Hungern. So. Also theoretisch könnten wir jetzt unten die Lava-Generierung machen und direkt oben drauf die Magmatic Dynamos und dann von oben weg die Kabel. Das sähe bestimmt ziemlich abgefahren aus. So ein bisschen wie ein Motor halt mit den Zylinderköpfen. Ja, das mache ich. So, und jetzt probiere ich erstmal aus, dich da drauf zu setzen. Bist doch schon angeschlossen. Rot, 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 rot. Es wird im Keim momentan Lava drin sein, das ist das Problem. Und wir brauchen noch mehr Knöpfe, beziehungsweise Schalter. Wo sind die Sticks? Da sind die Sticks. So, bam, 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 bam. Klick, 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 klick. Kommt ihr da oben an? Jupp. Ah, und er füllt sich mit Energie. Pulverizer. Und was meine Maschinen gerne am Anfang an sich haben, was jetzt ziemlich gefährlich ist, ist, dass sie so ein halbes Jumping-Puzzle sind, wie man am besten. Nee, komm. Wir drehen dich. Nein! Aha, aha. Okay. Ich würde gern. Ja, so war nicht geplant, aber was zur Hölle soll's? Ich will nur die Möglichkeit haben, jetzt Sachen zu pulverisieren. Also, das Ding füllt sich jetzt mit Energie. Wie viel Lava hast du drin? Mehr als ein Bucket. Das füllt sich beständig, wie auch immer. Ich dachte, das geht schubweise bei euch. Aber nee, okay. Also, füllt sich beständig. Du hast allerdings kaum noch Energie, weil sie direkt hier reingepumpt wird. Okay. Das heißt, ich schmeiß jetzt Cobblestone da rein. Ich könnte übrigens auch den Item-Duct so einstellen, dass er automatisch alles überschüssige Cobblestone, was nicht verschmolzen wird, hier in den Pulverizer reinpackt. Und den könnte ich da noch ein Kabel ranmachen, dass das Gravel dann automatisch rausgepumpt wird. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Aber da wir noch nicht so wirklich viele Automatismusmöglichkeiten haben, würde ich das Ganze wahrscheinlich erstmal über Kisten regeln. Das heißt, ich würde mir zwei Better Barrels von oben holen, die hier hinstellen. Dann haben wir eine mit Gravel, eine mit Sand, eine mit Dust. Das ist sehr irritierend, wenn hier Lava runtertropft auf eine Holzplattform. Also ja, hier war gerade eben Wasser, aber ich hätte auch schwimmen können, da war gerade ein Tropfen Lava mit bei. Da. Blub. Fackel. Dann geht die Lava hier noch weg und dann ist alles vorbei. Ja, du hast uns Gravel produziert und als netter Nebeneffekt, weil viele Rezepte hier beim Pulverizer haben auch noch Sekundär-Output, kriegen wir direkt Sand. Das heißt direkt von Cobblestone auf Sand.
Also schon mal keine doofen Dirt-Piles mehr oben machen oder Cobblestone-Piles und mal runterklopfen und ähnliche Geschichten. Das heißt, wir können das Ding jetzt richtig schön durchrattern lassen. Du. Ja komm, ich stell dich jetzt mal ein. Haben wir noch Item Ducts? Nö. Das ist schade. Also ja, wir brauchen definitiv Item Ducts. Und wir brauchen diese Better Barrel Dinger und wir brauchen Essen. Und wir brauchen hier mehr Plattformteile. Und ich will den verdammten Zombie da unten töten, weil er geht mir jetzt schon seit 3-4 Folgen auf den... Ne? Allerwertesten. Geh weg. Du da... Oh, warte mal. Schleich mich jetzt ninja-mäßig mit Holzplattform und einer Bratpfanne bewaffnet. Das war doof, warte mal. Können wir von hier ihn vielleicht kicken? Ne. Können wir von hier? Ne, komm. Ein Bogen. Bogen wäre echt mal eine Idee. Dürften wir eigentlich dank unseres Mob-Towers ja schon haben. Aber fokussier dich, Georgon. Wir wollten was essen. Und zwar würde ich gerne... komm, essen wir die Chicken Jerkys weg. Dauert zwar eine Ewigkeit, bis sie weg sind, aber was soll's. Essen ist Essen ist Essen ist Essen. Wir brauchen Blei. Ich habe die Lava unten vergessen. Diesmal hat aber der Gerugon der vor kurzem Vergangenheit wenigstens hier Cobblestone nachgelegt. Gucken, ob es reicht. Ja, danke. Und gleich nachfüllen. Immer so hinterlassen, wie man es vorgefunden hat. War so ähnlich. Schmeiß die Fackeln weg. Nimm das schöne Holz mit. Wäre ein bisschen suboptimal, wenn wir das Holz liegen lassen würden. Weil für das Holz machen wir die ganze Chose hier. Oh, das ist gestorben. Du, dahin. Dahin. So, also Lava-Eimer. Lava-Eimer da rein. Broken Aluminium Ore ist geschmolzen. Wir haben fünf Aluminium Ingots. Das sind 1/2 Eimer. Und ja, ich rechne jetzt in Eimern. So. Wir holen alles an Aluminium raus, denn ich will nicht, dass Aluminium mit Zink, war das, glaube ich, eine Legierung eingeht. Du warst wieder überschüssig, aber was soll's. So. Blei. Plumbumbarum. Komm her. So. Blei, Rainer. Du dahin zurück. Du dahin. Du. Warte, euch wollt ihr mitnehmen, ne? Ja, komm. Axt ist wahrscheinlich das falsche Tool zum Abbauen. Pickaxe ist auch nicht viel schneller. Pfanne? Pfanne ist auch nicht viel schneller. So, ihr drei kommt mit, dann haben wir... Ich nehme mal noch einen mit. Dann haben wir Cobblestone, den fülle ich einfach mal aus Jux und Dollerei. Cobblestone, Gravel, Sand und Dust. Den Rüttler könnten wir noch mit runternehmen, weil wir werden unten rütteln, nicht mehr hier oben. Bone Meal kann verdammt nochmal hier oben bleiben. Ist Blei fertig? Blei, 4 Stück. Wir brauchen primär was? Fluid Ducts oder Item Ducts? Item Ducts, ne? Oh, Alter. So. Kommst mit, kommst mit. Gieß die nächsten so. Duck. Duck, Duck, Duck. Fluid Duct, Item Duct. Tin. Tin und Lead. Habe noch Tin. Eine Menge. Sehr gut. Du dahin, du dahin. Ich verbrauche mal nicht alles. Nur für den Fall, dass irgendwas. Redstone kann dahin. Eisenpulver können aber mal reingeschmissen werden. Kupfer nicht. So.
Du, dahin, du, dahin, du, dahin. Silver Ork. Let. Gut. Bevor ich jetzt wieder runtergehe, wollten wir noch etwas machen hier oben. Ja, wollten wir. Wir wollten Eimer herstellen.